Hallo liebe Cruise-Level-Simulanten, ein weiteres Review von uns. Und diesmal gucken wir uns keinen riesen Airport an und noch kein Flugzeug, sondern wir sind in Kalifornien unterwegs. Wir schauen uns die High-Voltage-Szenerie von Parallel 42 an. Und Parallel 42, ja, ihr kennt es vielleicht noch aus dem Prepar 3D, Chaseplane und so weiter. Ja, die haben sich im Microsoft Flight Simulator jetzt so ein bisschen eben auf Tools spezialisiert auf der einen Seite und eben diese Outback-Flughäfen, diese Bush-Strips auf der anderen Seite. Ja, und bei diesen kleinen Szenerien, da kann man sich natürlich auch in den Details verlieren. Wir sehen hier, wie der Farmer das Tor repariert und die Kuh ihm dabei zuschaut. Und natürlich hat er auch seinen fetten John Deere mitgebracht. Ja, das muss einfach sein hier im kalifornischen Hinterland. Ja, hier braucht man einfach auch vernünftiges Equipment. Auch wenn der Johnny ein bisschen grob wirkt, ja, bei den Kühen hat man sich da mehr Mühe gegeben. Ihr seht, diese bewegen sich und natürlich machen die auch entsprechende Mohgeräusche. Doch wir sind ja hier nicht beim Farming-Simulator, sondern im Flight-Sim. Und neben uns benutzen auch noch, ja, sozusagen andere diesen kleinen Airport. Und man hat hier so zwei, nennen wir es mal, Dioramen mit eingefügt. Das ist einmal hier der Kollege auf der linken Seite, der am Grillen ist. Und ihr seht auch schon hier die Texturen, alles super scharf, ja, vom Steak zum Beispiel. Und der hat auch ein Radio dabei und dieses kleine Radio spielt auch ganz lustige Stories ab. Das lohnt sich echt mal zuzuhören. Auch hier, ihr seht es ja, alles wunderbar animiert, dargestellt, einfach toll. Und auf der anderen Seite haben wir ein Pärchen, was mit ihrem kleinen Flohzirkus da ist. Und der wartet hier schon sehnsüchtig auf seinen Anteil vom Grill. Und ihr seht es hier auch, ja, einfach wirklich schön niedlich gemacht, muss man echt sagen. Mühe gegeben, schön detailliert, so muss es sein. Nicht, dass ihr jetzt glaubt, der Airport sei irgendwie danach benutzbar, denn natürlich hat er keine Landebahnbefeuerung. Dennoch ist natürlich eine Nachtumsetzung dabei und ihr seht es hier mit den zwei Laternen, ist das dann ausgeleuchtet. Auf der anderen Seite sieht es genauso aus. Was ein bisschen schade ist, dass sich grundsätzlich die Dioramen beide jetzt nicht ändern. Also der Hund steht immer noch vorm Grill und der Typ grillt hier auch noch. Da hätte man vielleicht irgendwie das einstellen können, dass mit der Uhrzeit diese vielleicht eben einfach verschwinden, ins Zelt zurückgehen, wenn man so will. Ja, das ist leider nicht passiert. Dennoch ganz schön gemacht. Wie ihr seht, gilt das eben auch für die Winter- bzw. Schneezeit. So, da bleibt eigentlich nur noch die Frage offen, warum heißt die Szenerie eigentlich High Voltage? Ja, und das erschließt sich nicht gleich, wenn man hier am Platz ist, sondern man muss starten, man muss ein Stück rausfliegen und dann sieht man auch, wie sich so eine fette Oberspannungsleitung hier durch die Landschaft flügt, ja, oder durch die Landschaft schlängelt. Und wenn man der zu nahe kommt, ja, dann gibt es natürlich auch einen entsprechenden Soundeffekt. Und die muss man halt einfach am Ende des Tages überfliegen oder auch unterfliegen, wenn man den Airport erreichen möchte. Und daher eben High Voltage. Also kommen wir zum Fazit. High Voltage reiht sich nahtlos in die Produktpalette dieser Bush-Flugplätze von Parallel 42 ein. Nette Szenen, gute Animationen können hier einfach überzeugen und bei einem Produktpreis von 8 Euro kann man hier auch nicht viel verkehrt machen. Interessant natürlich für Buschflieger, ja, alle anderen brauchen den Platz natürlich am Ende des Tages nicht. Und man muss auch wissen, es handelt sich hier um einen Fantasieplatz, also den gibt es so in der Form gar nicht. Was ein bisschen schade ist, dass eben die Personen auch in der Nacht da stehen oder auch im Winter, hier hätte man über die Jahreszeiten bzw. Tageszeitensteuerung sicherlich noch was machen können. Also alles in allem, toller Platz, schöne Landschaft, wer für Buschfliegerei sich interessiert, kann hier nichts verkehrt machen.